Und damit ein herzliches Alola, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier in der Pokémon Ultrasonne Egglock. Hier in diesem prachtvollen Hotel. Oh, mit den Goofer-Statuen. Oh. Im letzten Part sind wir hier in der Kala angekommen und haben ein bisschen was gemacht. Wobei, im vorletzten Part sind wir angekommen, glaube ich. Aber ist ja wurscht. Und ja, es gab ein paar Pokémon-Eier auszubrüten und jetzt habe ich ein bisschen Klarheit hier. Habe jetzt dieses Feuerriegel umbenannt, weil sowohl Benny als auch jemand anderes hat mir ein Feuerriegel gegeben. Und warum auch immer wurde mir da bei der Suche mit der mit dieser Status-Suche-Leiste Windows-Gedöns nur ein Textdokument gezeigt, warum auch immer, obwohl es zwei Feuerriegel gab. Und ich habe halt das Falsche aufgemacht. Und das war vom lieben Lucky, die zwei Schlawiner. Sowohl Lucky als auch Hannes haben sich da zusammengesetzt und haben sich gedacht, lol, nennen wir einfach E-Bims und einen Feuerriegel und lol. Der Hund ist auch wieder so verrückt. Allerdings hat Benny auch einen Namen, keinen Namen vorgeschlagen, beziehungsweise er hat einen Feuerriegel geschickt. Und das hatte keinen Namen. So, das wollte ich sagen. Und deswegen habe ich einfach das Feuerriegel benannt. Außerdem weibliches Feuerriegel, auch interessant. Weiblicher Starter. Und Sharon ist Leadsängerin von Within Temptation, der Band. Und ich glaube, das ist einfach jetzt so ein Naming-Team, auf das ich jetzt Bock habe. So. Und was ich auch sehr, sehr gern sehe jetzt hier. Man sieht hier zwei Newcomer, die ein Team gebildet haben. Dann eben zwei unserer Mentoren und dann zwei Newcomer, die sich jetzt diesem Team angeschlossen haben. Und die werden da jetzt ein bisschen mittrainieren. Das ist eben auch irgendwie nice, weil ich habe jetzt den EP-Teiler wieder an und dass die da daneben einfach mit leveln, finde ich eigentlich auch schön. Ja, das war wirklich eine gute Idee mit den Gruppierungen, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich mich hier noch ein bisschen umsehen offscreen. Ja, was ist mit dir? Allerdings habe ich dann schon den Sticker gefunden, habe mir dann gedacht, ja komm, dann starte ich halt so. Du, hey, das ist doch ein Rotom-Pokédex. Jetzt ist er meiner. sowas sieht man nicht alle Tage. Wenn man damit die Habitate eines Pokémon hat, Zoom-Funktion oder so, erfährt er Hilfe. Jetzt, komm. Jetzt zeigen wir ihr, hey, ich war einkaufen, shoppen. Eigentlich wollte ich das mit dir machen. Oh, du bist es, Neues. Auf dem Weg hierher kamen mir einige Mitglieder von Team Skull entgegen, also habe ich einen Umweg gemacht, um keinen Ärger zu bekommen. Leider konnte ich deswegen meine Verabredung nicht mehr einhalten. Egal, nun bin ich ja hier. Du bist wohl auf dem Weg zur nächsten Prüfung, nicht wahr, Neues? Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die nächstgelegene Prüfungsstätte hinter Route 4 zu finden ist. Ich glaube gar ja nicht, meine Liebe, dass das jetzt wieder vergessen ist, die ganze Sache. Also wirklich. Das ist ja noch unerhörter als jetzt die Aktion von Lucky und Hannes mit E-Bims. Da will sich Neues jetzt Lilly ein bisschen öffnen und dann... Ich bin wirklich enttäuscht von Lilly. Ich hätte wirklich gedacht, wir gehen jetzt da gemeinsam rein oder irgendwie was. Aber so kam es nicht. So kam es nicht. Leider. Naja, kann man wohl nichts machen. Mittlerweile ist schon Nacht geworden. Aber das macht Neues doch keine Angst. Ja, was ist das? Ein Pompuli, Pompuli, Pompuli. Das können wir eigentlich eh besiegen mit Sebi Royal. Ein bisschen schläfrig. Weil wir mittlerweile schon 5 Starter haben, denke ich mir jetzt mal nicht, dass wir das jetzt so machen, dass jeder Starter irgendwie eine Gruppierung bekommt. Wir wissen, dass Lucky auch noch einen Feuerriegel schickt. Das sind also jetzt schon 6 Starter. Das wird dann zu viel. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe jetzt die Starter anderen Starter mal untergeordnet. Und wer weiß, vielleicht werden die dann die Führung übernehmen, wenn mal zum Beispiel hier ein Sebi Royal leider mal draufgehen wird, eventuell. Ja, was ist los? Und wir können ja mal unsere zwei New Newcomer mal begrüßen.
Können wir auf jeden Fall machen, ja. Wisch, 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 wisch. Jo, kannst du eigentlich einklatschen? Das wird einfach nie registriert hier. Nee, du schaust nur blöd. Ja gut, trotzdem gut gefightet. Oh, und mehr hat es nicht gereicht, ey. Mehr hat's nicht gereicht, das sagt man nicht. So sagt man das auf jeden Fall nicht. Ist ja wurscht. So, begrüßen wir mal unser Foifoi. Oh, so niedlich. Schaut euch das Viech an. Mit seinem Stümmelärmchen. Oh, so niedlich. Brumm, brumm. Immerhin kriege ich dann noch einen Feurigel. Oh, wer weiß, vielleicht zwei Feurigel im gleichen Team. Oh, ist es so niedlich. Und natürlich auf Sherwind dürfen wir auch nicht vergessen. Panzer-Eron. Wie soll ich mir eigentlich jetzt vorstellen, wie man das Viech da streicheln kann? Man streichelt da jetzt eigentlich die ganze Zeit Stahl. Joa. Irgendwie der Kopf schaut ein bisschen komisch aus der Sicht. Naja. Aber auf jeden Fall sind die Newcomer jetzt hier, die New-Newcomer, um mal ein bisschen abzuschauen. Ist eigentlich auch eine sehr, sehr nice Idee. Man lernt ja eigentlich auch dazu, man wird stärker, indem man beobachtet, nicht? Und so macht das eigentlich schon Sinn, dass wir den EP-Teile anhaben. So. Jetzt habe ich mir gedacht, er schickt jetzt einen Georg in den Kampf. Und habe mich gefragt, was ist ein Georg? Ein Imantis ist auch so ein niedliches Viech. Nur habe ich jetzt leider nichts entgegenzusetzen, wobei ich glaube, du hast ja Unkenntnis. Ich wollte schon sagen, du hast ja eigentlich Unkenntnis, ne? Also schauen wir mal. Okay, dann wechsle ich gleich mal aus. Deswegen habe ich ja Wachstum auch ganz nach unten gestellt. So, Entino. Nee. Da müssen jetzt die Mentoren doch ein bisschen eingreifen, weil eigentlich habe ich jetzt nur zwei in dieser Gruppierung. Echo, komm. Das tut mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Und wenn du dann so angreifst... Nee, das... Also, Echo, wenn du das jetzt nicht aushältst, wenn jetzt irgendwie eine Pflanzenattacke kommt... Oder du vernichtest es einfach so. So kann man es auch machen. Und das muss ich mir übrigens beim Offscreen-Training die ganze Zeit antun, ne? Dieses Dü-dü-dü-düm. Dup-da-do. Ja, wo ich jetzt wieder Sherwin gesehen habe, den Namen, ist heute eingeführt worden in unserem Discord-Server. Da habe ich mal so einfach mal Interesse halber nachgefragt, wie die Community im Discord-Server so zu einem Musiksammel-Thread-Channel, wie auch immer, stehen würde. Weil ich muss schon sagen, ich habe jetzt wieder richtig Bock gekommen, so Musik von früher zu hören, die alten Bands und so, die ich vor 10 Jahren oder so gehört habe oder so. Und da ist mir halt die Idee gekommen, ja, was, wenn wir das einfach so in Discord-Server einbauen, wo halt jeder so, sagen wir, 2 Songs, Lieder, was auch immer, pro Tag posten kann in diesem Channel. Und dann kriegt man halt wirklich einen guten Überblick. Erstens mal, was die Community gerne so hört. Und vielleicht findet man ja neue Musik. Und heute war halt der erste Tag. Heute haben wir das erstellt. Und es wird auf jeden Fall was Interessantes. Ich habe mich da jetzt einfach mal schon reingehört, was so gepostet wurde. Und das war schon interessant. Waren alles Musikstücke oder Musiker generell, die ich jetzt nicht wirklich kenne. Also, die habe ich vorher noch nicht gekannt. Und ja, war auf jeden Fall einiges dabei, wo ich sagen würde, das könnte ich mir eventuell noch weiter anhören. Also ist das auf jeden Fall eine interessante Idee, wo ich mal gespannt bin, wie das noch so weiter, wie das dann die nächsten Wochen, Monate, Jahre dann ausschaut, wie sich das weiterentwickelt.
Ja. Da schlägt mich das Viech einfach so ab. Was soll denn das? Das wäre jetzt eigentlich auch geil. Jetzt war ich leicht verwirrt. Ne? Eigentlich wollte ich gerade sagen, es wäre eigentlich geil, ne, mit dieser Fähigkeit, dass alle Statuseffekte oder wenn irgendwas gesenkt wird, wird es erhöht, ne, dass umgekehrt wird. Umkehrer, wie auch immer die Fähigkeit heißt, bei unserem Sebi Royal, dass das auch bei Paralyse gilt. Bei Paralyse wird, glaube ich, die Init auch gesenkt. Das heißt nie nur. Ach so. Ich war sehr dezent verwirrt von der Anzeige der 0 von 998. Hab mich da gefragt, hä? Ich habe so viele KP? Und warum ist... Eigentlich müsste mein Pokémon tot sein, aber es ist nicht tot. Was ist denn los hier? Das war leicht verwirrend, muss ich sagen. So, ein Kindwurm. Interessante Viecher auf jeden Fall. Dann schicken wir mal Entina rein. Oh yes, Enton. Entina! Oder Entei, um genauer zu sein. Wahrscheinlich hat der Sammler uns gehört, dass wir da gesagt haben, hey, wir haben ja ein Enton und Entei. Und dann hat er sich gedacht, werde ich besiegen, die hinterhältige junge Dame. Und wollte dann einfach unsere Pokémon klauen, aber ja, es war kein Entei, sondern ein Enton. Enton. Entei-Enton. Ente. Ist ja wurscht. Vernichte es. Glut, Feuer oder... Hat auf jeden Fall was. Das Moveset. Ja. Darf man nicht unterschätzen. Genauso darf man auch unsere Pokémon hier nicht unterschätzen. Indeed. Pflegen natürlich. Sherwin Level 8. Und Sherwin Level 10. Ich wollte schon sagen, er lernt jetzt nicht Glut. Sherwin ist aber auch ein sehr, sehr schöner Name, muss ich sagen. Ja. Jetzt habe ich meine Sammlung wohl um meine Niederlage ergänzt. Also hast du schon vorher gefailt, oder? Weil wie kannst du eine Sammlung ergänzen, wenn vorher noch keine Sammlung da war? Also hast du schon vorher gefailt. Tja, Sad Level. Loi. Bum, bum, bum. Ist auch ein bisschen OP, dass man hier jetzt eigentlich gar keine Paraheiler oder mehr so braucht. Bum, 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 bum. Ja, man muss es halt nicht verwenden, ne? Genau wie der sogenannte OP-Teiler, den man ja immer so gerne nennt, den EP-Teiler. Muss man ja eigentlich auch nicht verwenden, nicht? Also das bleibt eben selbst überlassen. Nom, 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 nom. Mir fällt jetzt auch wieder ein anderes Thema ein. Gestern war wieder WM. Viertelfinale war es ja, wo Russland endlich mal rausgeflogen ist. Und ich habe das halt dann auf Twitter so geschrieben, ne, unter dem Hashtag. Und da sind dann wieder ein paar angefressene Leute gekommen. Man kennt's. Naja, einer, der eh gleich wieder beleidigend war und sonst nichts beigetragen hat, musste ich dann eh gleich wieder blockieren. Oder ich blockiere solche Leute gleich, die überhaupt nichts beitragen. Fremde Leute, die nichts beitragen, sondern einfach nur dich beschimpfen. So welche Leute, da versuche ich erst gar nicht irgendwie zu diskutieren. Und jetzt dann noch einer, der sich auch als ein Troll herausgestellt hat, hat dauernd abgelenkt, weil eigentlich das Thema war, was ich angesprochen habe, dass ich mich eben freue, dass Russland rausgeflogen ist, einfach weil ich mir deren Spiele nicht ansehen kann, weil die so eine ekelhafte defensive Taktik dauernd haben, hinten reinstellen, dann Konter lauern und mit der Brechstange nach vorne laufen und auch so in die Zweikämpfe gehen und die ganze Zeit so, und das war halt immer so, rein vom Fußballerischen her war das halt nicht mehr anzusehen. Es wird einfach jedes Mal der Spielfluss völlig zerstört. Und das hat mich so genervt. Das war Wahnsinn. Deswegen habe ich so gehofft, dass Russland endlich mal rausfliegt, weil das kann ich mir einfach nicht antun. Mit einem Fremden konnte ich dann eh darüber schreiben, ganz sachlich, ganz normal. Aber halt mit der einen nicht, weil die hat dann dauernd abgelenkt, hat dann das Thema gelbe Karten aufgegriffen, weil ich gesagt habe,
Weil die hat mir irgendwas geschrieben von... Was hat's denn geschrieben? Dass Kroatien auch mit der Brechstange voranprescht, sieht man ja bei dem einen Spiel. Da haben sie 11 gelbe Karten bekommen oder irgendwas sowas in die Richtung. Keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt. 11 gelbe Karten in einem Spiel. Oh, so niedlich. Kommt gleich ein Bock. Oder es ist eher. Okay, dann halt nicht. Naja, da habe ich halt so geschrieben, ja, abgesehen mal davon, dass gelbe Karten von den Schiris vergeben wird und die Schiris da ja ihre eigene Interpretation haben, was ja stimmt, weil es wird nicht alles genau gleich gepfiffen bei jedem Spiel, ne? Das ist einfach Fakt. Weil einfach die professionellen Schiedsrichter, das ist ja nichts Schlechtes, ne? Also ich sage ja nicht, dass das jetzt was Schlechtes ist. Die professionellen Leute, also die Schiris, die haben ihr Regelwerk und das interpretieren sie auf ihre Art und Weise. Das ist einfach so. Und deswegen hat das jetzt nicht so viel Aussagekraft, weil es gibt ja Schiris, die gleich mal eine gelbe Karte zeigen. Und Schiris, die halt dann eher laufen lassen, nicht? Und das habe ich halt so geschrieben. Abgesehen davon, dass eben jeder Schiri seine eigene Interpretation hat, macht das keinen Unterschied aus. Dass die Spiele von Russland so langweilig und so ekelhaft sind. Und dann hat sie natürlich das Thema damit, dass Russland so ekelhafte Spiele hat und so eine Spielweise und so eine Spielart hat sie natürlich gleich abgelenkt und dann auf das Thema ja, gelbe Karten und Regelwerk, wie man das auslegen soll und alles rund dran, hat sie gleich auf das Thema übergeschwenkt. Ne, so typisch, wie man es eigentlich von Putin kennt. Wie heißt denn das? Whataboutism? Wie das auch heißt. Ne, dauernd das Thema ablenken und auf was anderes zeigen, wenn man so eine Frage bekommt. Das macht ja Putin die ganze Zeit. Jetzt im Fußball zum Beispiel eben genau die Situation. Russland hat halt so eine ekelhafte defensive Spielweise. Und dann kontert man einfach mit, ja, aber die haben auch so eine Spielweise. Es macht absolut keinen Unterschied, weil Russland trotzdem so eine Spielweise hat. So lenkt man eben das Thema dann auf was anderes ab. Und ich habe halt geschrieben, das macht keinen Unterschied. Also das... Das... Ja, hat... Ja, wie haben wir es geschrieben? Russland hat trotzdem so eine Spielweise. Und dann habe ich auch geschrieben, weil es dann wieder so blöd geantwortet hat, habe ich halt dann geschrieben, dass sie auf das ursprüngliche vom ursprünglichen Thema einfach ablenkt. Und dann hat sie den besten Kommentar rausgehauen. Irgendwas von... Ja, das sind so typische Kommentare, von Leuten, denen die Argumente ausgegangen sind und so. Obwohl die jetzt irgendwas voll Unlogisches geschrieben hat. Was null Sinn ergeben hat. Irgendwas von, die Schiris haben alle nur eine Interpretation von den Regeln. Da kann man gleich die Regeln abschaffen. Was null Sinn ergibt, warum soll man die Regeln abschaffen? Eben mit solchen Themen wollte eben diese Person ablenken. Was ist denn hier los? Pika. Hier scheint es einen Pikachu-Liebhaber zu geben. Vielleicht treffen wir auf Eclair. Ja, was? Ja, was ist denn los? Da links kommt schon wieder einer. Naja, wie schon gesagt, so hat halt die versucht abzulenken und dann halt mit dem Kommentar daherkommen, mir gehen die Argumente aus und so, obwohl das ein nulles Sinn ergibt alles. Dann hat sie das gelassen, ich habe ihr dann auch noch typischer Troll-Kommentar geschrieben, ne? Weil ich habe mich gefragt, ob die mich trollt, weil sie so einen Unsinn labert und dauernd vom Thema ablenkt. Und dann hat sie halt gesagt, ja, das sind so typische Kommentare von Leuten, denen die Argumentation ausgeht und so. Was wieder so unsinnig ist. Dann habe ich halt geschrieben, ja, das sind typische Troll-Kommentare. Und dann habe ich einfach so blockiert, Smiley hingegeben und dann war's aus.
Normalerweise beschäftige ich mich mit Rollen nicht, aber wie schon gesagt, bei offensichtlichen Rollen, da blockiere ich gleich. Bei Leuten, die zwar eine andere Meinung haben, schreibe ich trotzdem, aber wenn ich dann draufkomme, dass das Trolle sind, da verschwende ich keine Zeit mehr. Naja, Pikapi! Die Pikachu und ich heißen dich im Pokémon-Tal, ich kann nicht mehr lesen. Pikachu-Tal, herzlich willkommen. Hier ein Geschenk als Andenken an deinen ersten Besuch. Natürlich im Pikachu-Design. Deko-Element Pikachu. Okay. Ja, gut. Starte dich an, dann starre ich zurück. Nö. Es läuft nicht mehr weg. Warum laufen die Leute nicht mehr weg? Ja. Willst du mit mir spielen? Dann Kuckuckspiel. Da bin ich. Wie so ein kleines Baby. Und verabschieden. Kann ich das jetzt bei jedem Pikachu machen? Nein. Das wollte ich nicht. Tschüss. Schauen wir mal. Oh Gott. Das Fotoschießen? Ich habe es gehört. Da. Vogelsuche aktiviert. Ach ja, ich habe eh. Oh, warum ist das gerade so ekelhaft? Alter! Ja, komm. Das müsste ich dann auch machen. Was war da gar nicht schlecht? Obwohl ich nur... Irgendwas war gar nicht schlecht. Naja. Foto... Ja, komm. Das würde näher rangehen sollen. Das sind eh die besten Kommentare. Wie denn, wenn ich nicht kann? So cute. Was für ein schöner Himmel. Was für eine Kamera benutze ich? Sind die blöd alle? Oder was ist denn hier los? Es gibt eh nur die eine Kamera. Ja. Nein, nicht speichern. Beenden. Das mache ich dann auch auf Screen. Mit den anderen 3Ds. So. Ja. Da oben ist ein Fleckmann. Und ein Goofer. Goof, Goof. Mal schauen, ob man dann irgendwie rüber kann. Zu viele Bibi? Willst du dich am Pikachu-Quiz versuchen und herausfinden, ob du ein Pikachu-Expertin bist? Ja, schauen wir mal. Stell dir insgesamt 5 Fragen, gib dein Bestes und beantworte sie alle richtig. Nun kommen wir zur Frage Nummer 1. An welchem Körperteil erkennt man Pikachu weiblich-männlich? Am Schwänzchen. Ja, wie nennt man den Teil von Pikachus Wangen, in denen ABC wird? Backentasche. Ich bin so klug. Was wird benötigt? Donnerstein. Das unterscheidet sich immer ein bisschen von Herkunft. Es ist durchsichtig. Oh, Shiny Pikachu. Das ist jetzt schon eine schwierige Frage. Heller oder dunkel? Kann es noch heller werden? Ich würde eher sagen, ist es nicht eher so dann ein Orange? Also dunkler? Pikachus Vorstufe, Pichu. Aber was ist der Name von Pikachus Entdecker? Achso, ja. Platan, Kukui, Eich. Dalint. Und 5-5, yes! Mein lieber Scholli, du bist ja geradezu ein wandelndes Lexikon, Belohnung, yes! Pikachu-Shirt, Pikachu-Kappe. Ah, nee. Wir sind noch angefressen. Wegen Lilly, also. Was ist los mit du? Lass mich rein. Nicht dein Ernst. What the fuck? Wie viele kommen da noch? Viel. Lass mich rein. Ich will doch rein. Please. Let me in.
Aber jetzt kommen es nur noch einzeln. So, einmal noch. Okay, dann halt nicht. Was hast du noch zu sagen? Kann ich dir helfen? Was ist das Pikatal? Filmstar. Ja, da war mal was in Sonne. Und wie viele gibt's hier? Ich frage mich ernsthaft, wie viele Pikachu wohl in diesen Wohnwagen passen. Was? Ist das irgendwie. Alter. Wurden hier jetzt auch? Nee, es wurden keine. Wobei. Hier wurden es nicht wirklich mehr Pokémon, mehr Pikachus. Die werden wahrscheinlich dauernd raus und rein rennen dann. Okay, dann haben wir den Ort jetzt auch schon hinter uns. Ach so. Ich hab gedacht, oh nein, ein Doppelbattle. Was soll ich nur tun? Aber ist ja halb so schlimm. So. Ich glaube, wir sind jetzt eh schon wieder bald angekommen. An jenem Ort. No! Wer will hier kämpfen? Neboli? Ja, Hallöchen? Bin ich noch nie begegnet. Aber es sagt uns nicht den Namen vom Pokémon, nicht? Also, dieses, oh, ein Evoli, das kommt eigentlich von uns. Also sind wir klüger als dieses Rotom-Ding. Ein Zitterohr. Nee, so nicht. Schauen wir mal. Ich glaube, eine Träne gibt's hier noch. Genau. Konnte ich mich doch noch erinnern dran, dass dann so ein Koch steht. Ein Mabula. Mabula Makata. Was? Dum-dum. Denkt an den Tag zurück, an dem wir zum ersten Mal begegnet sind. Ah. So nice. Und ich glaube, diese Texte kriegt man dann auch bei höherer Zugneigung. Deswegen, das ist doch perfekt. Oh! Ist das nicht? Ist das nicht? Ist das nicht? Das Item? Achso, Kraftwurz. Na, oh, schade. Großwurzel ist, glaube ich, das Item. Schade. Wer störet mich hier? Ein Joi-Wuschuf. Irgendwie kriege ich wieder Bock auf Einhorn. Ja, das ist auch wieder ein spannendes Thema. Das kann ich jetzt nicht abschließen, jetzt so gegen Ende von diesem Part. Nämlich die Frage nach der besten Generation. Natürlich hat da jeder sein subjektives Empfinden und alles drum und dran. Da wird es auch keine Antwort drauf geben, was wirklich das Beste ist. Aber letztens habe ich mir da so eine Art Podcast angesehen von The King Nappy. Der hat da mit seinen Buddies hat da eben da so eine Art Diskussion geführt über mehrere Videos. Und das war auch wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Dieses Format. Und da sind sie eben der Frage nachgegangen, was ist die beste Pokémon-Generation? Und da hatte ich eigentlich, ich persönlich hatte da schon meinen Spaß zuzuhören und auch die Argumente anzuhören und alles von dran. Und wie würde ich das jetzt spontan sagen? Also, um das wirklich beantworten zu können, bedarf es wahrscheinlich eh so ein intensives Beschäftigen wie bei diesem Podcast, weil die haben da, glaube ich, 5, 6, 7 Videos gemacht. Mit einzelnen Themen, die sie dann über eine Stunde lang diskutiert haben. Und ich glaube, sowas bräuchte ich auch, um das wirklich beantworten zu können. Oh, so niedlich. Und nicht vergessen, die anderen schauen zu, die New-Newcomer. Die lernen dazu, wie sie ausweichen und so. Aber ich würde eher zu Generation 5 tendieren, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, so spontan. Wie schon gesagt, ich selber müsste mir da auch noch Gedanken machen, genaue Gedanken.
Aber ich tendiere eher zu Generation 5, weil das ist so episch geworden. So epische Pokémon. Das habe ich ja eigentlich schon gemacht, ne? Mit meinen Top 100 Pokémon, mit meiner Liste. Da habe ich mich ja intensiv mit dem Pokémon beschäftigt. Und da ist die erste Generation auch auf Platz 1 gelandet. Und generell die Region, die Charaktere, die Story, die Musik und alles drum und dran. Ah! Einfach so richtig nice. Das sag ich als, ja, eigentlich ein sehr großer Hoenn-Befürworter, weil ich einfach so viel Nostalgie mit Hoenn verbinde. Aber ich würde einmal, also die fünfte Gen, wirklich Hoenn gegenüber überstellen, kann man sagen. Naja, aber wie schon gesagt, es ist eine Thematik, mit der ich mich noch näher beschäftigen müsste. Und viel mehr Gedanken müsste ich mir da auch noch machen. Indeed, indeed, so schaut's aus. Also, ja. Jetzt, was ich bis jetzt so gesagt habe, muss jetzt nicht stimmen dann. allerdings ist es ein sehr, sehr interessantes Thema, besonders als Pokémon-Fan. Und wenn man da zum Beispiel die Spin-Offs dazu rechnet, würde bei mir, glaube ich, die Liste dann wieder komplett anders ausschauen, weil ich habe das Gefühl, da hat Gen 4 die Nase vorn. Wenn man die Spin-Offs mit dazu rechnet. Mit Mystery Dungeon, mit den Ranger-Teilen. Colosseum war, glaube ich, dritte Gen. Ja, da würde die Liste dann doch noch ein bisschen anders ausschauen. Aber an sich, die Hauptspiele, fünfte Gen, würde ich da jetzt schon im Vorhinein eigentlich fix sagen. Naja. Hey, Neues, lass uns herausfinden, wer von uns stärker ist. Immerhin habe ich die große Prüfung auch bestanden und mir ein Z-Kraftring erkämpft. So wie es hier in Ohana aussieht, kommt man sich vor, als würde man in einem Duell gegenüberstehen. Wie in alten Western, ne? Voll cool und aufregend. Wir wollen natürlich einen fairen Kampf, also lass mich eben deine Pokémon wieder fit machen. Oh je. Mühltung. Warum musste ich mir jetzt vorstellen, wie das Miltang Milchgetränk einsetzt und an seinen Sitzen nuckelt? Einfach so random. Dank der Spezialpfannkuchen meiner Mama sind wir voller Energie. Los geht's, Aporetos, Pikachu und Co. Lasst uns zeigen, was wir drauf haben. Also wohnt seine Mutter hier? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Naja, Dali möchte dich herausfordern. Mit der Boretos. Mit mir. Und Semi-Royal. Funktionieren Egelsamen bei dem Viech? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Schauen wir mal. Kann man ja mal versuchen. Ah, okay. Rasierblatt, ja. Wenn's du meinst. Mir fällt auch gerade ein, Entina kann ich gegen Tali nicht wirklich gut einsetzen. Die anderen zwei sind noch nicht so ready fürs Kämpfen. Die schauen noch zu. So. Erzwinger! Ja, jetzt setzt du Schnabel ein, aber nicht mit mir. Mein Lieber, nicht mit mir. Ich sollte eigentlich schneller sein. Also vielleicht Flinchtime. Nom nom nom. Hahaha! So fightet man unsere New Newcomer. Noms, noms, noms. Oh yes. So eine Heulsuse aber auch. Schlitzer. Natürlich, Schlitzer, komm her. Ja, Rucki-Zucki-Hieb könnte hilfreich sein, eventuell, aber hey, Schlitzi. Schlitzi, Schlitz. Yes, Entida Level 19 und Aussetzer könnte auch nützlich werden. Statt Rutenschlag, ja komm. Rutenschlag ist eigentlich nützlich, wenn das Enton auch physisch angreifen würde. Aber so nicht. Yes, Level 10. Level 12. Jetzt kommt das Pikachu. Pikapi. Kann ich leider Enton auch nicht einsetzen, aber Semi-Royal wieder. Entina, sorry. Enton.
So, ich habe mir auch jetzt schon Gedanken gemacht, wie soll ich denn das jetzt mit der Partlänge tun? Ich habe es ja jetzt in den ersten Parts doch gesplittet und so eher 25 Minuten Part, sagen wir jetzt mal, gemacht. Aber ich denke mir jetzt, wo ich eher das als normales Playthrough durchspiele, als normales Let's Play, wo ich mir auch gern die Zeit nehme, kann man, glaube ich, schon längere Parts machen. Das ging jetzt noch mit eher kürzeren Parts am Anfang, einfach weil ich auch sehr viel herumgeschnippelt habe. Aber jetzt, ich kenne mich. Pika! Aber jetzt ist das eher unpassend, würde ich sagen. So kurze Parts, weil ich krieg nicht wirklich viel auf die Reihe. Was Fortschritt betrifft und so. Einfach weil ich mir gern die Zeit nehme. So. Da kann ich mal Entina versuchen, oder? Ja, komm. Entina! Finde ich aber jetzt nice, wie jetzt die Mentoren und die Newcomer hier, die Neulinge, zusammen kämpfen und die New-Newcomer einfach zuschauen. Das brauche ich einfach. Sowas brauche ich. Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt. Es wäre mir einfach viel zu viel gewesen. Ah, ich krieg da immer Schiss. So eine Unlichtattacke sehe ich gegen Anton und da glaube ich, das ist sehr effektiv. Das hat sich wahrscheinlich seit meiner Kindheit so eingeprägt. Anton muss eigentlich Wasserpsycho sein. Das vergesse ich dauernd, dass das eigentlich nur ein Wasser-Pokémon ist. Was auch komisch ist. Warum eigentlich? Warum konnte man Anton nicht als Psycho-Pokémon darstellen? Wie war es denn in der ersten Gen? Gab es da ein Wasser-Psycho-Pokémon? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Falls das zu kompliziert gewesen wäre in der ersten Gen, kann ich mir eher vorstellen, warum sie das dann gelassen haben. Er hat noch ein Evoli. Sollen wir mal Sherwin? Ja, komm. Lassen wir Sherwin kämpfen. Und vielleicht Sherwin da auch reinschicken. Yes! Jetzt am Ende vom Part kann man es ja schon mal so machen. So, verbrenne es! Rucki-Zucki-Hieb sollte eigentlich auch ziemlich abziehen. Yep. Na, schade. Das hat jetzt wie viel abgezogen? Reicht das aus mit dem Volltreffer? 12. Die Hälfte von 12 ist 8. Nicht 18, sondern 6. Und plus 12 plus 6. So rechne ich die Volltreffer jetzt. Sind 18, eigentlich müsste ein Volltreffer nicht ausreichen. Komm. Wobei, das vergesse ich auch schon. Ich habe mir überlegt, wer weiß, vielleicht habe ich das dann gegen Ende mir doch wieder anders überlegt mit der Regel. Aber ich habe momentan doch den Gedanken, bei Tali kämpfen wir nicht um Leben und Tod. Das passt einfach nicht. Bei Hala auch nicht, aber jetzt hier bei den anderen. Auf den anderen Inseln, weil die kennen uns ja nicht. Tali, Hala, wir sind ja hier irgendwie vertraut miteinander und so weit würden wir da nicht kämpfen. Das würde ich schon so umsetzen wollen. So, schaffen wir es gemeinsam, ein Pokémon zu besiegen? Die zwei Neulinge, coole Augen. Oh. Dum, 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 dum. Oh yes, Volltreffer auch noch. Ja, ich bin stolz auf unser Team. Hat gut gefightet hier. Ich glaube, jetzt gibt's gleich den besten Starter zu sehen. Hey, sag mal, wie bist du auf diese Taktik gekommen? Mit viel Liebe. Und ja. Man, so niedlich. Aber es wird zu einem epischen Pokémon. Habe ich ja auch in meinem Top 100 Pokémon-Listen-Video schon mal kurz angesprochen. Keine Ahnung warum, aber Iglavar, das ist so ein Nostalgie-Pokémon für mich. Das schaut so cool aus. Wahrscheinlich auch wegen den Pokémon-Karten. Oh, da gibt so coole Pokémon-Karten von Iglavar. Schauen auch richtig nice aus.
Wow, das war echt ein guter Kampf. Mein Arboretos und die anderen hatten ja auch Jägermenge Spaß. Und darauf kommt es ja schließlich an. Und genau deswegen würde ich hier keinen Kampf um Leben und Tod bei Tali wollen. Weil das wäre storytechnisch einfach unpassend. Thos! Hier, Neus, das ist für dich. Angriffsplus. Ha, wie er dasteht. Das Herrscher-Pokémon hat eine ziemlich widerstandsfähige Aura, stimmt's? Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das bestimmt auch so. Aber mit einem Angriffsplus erzielen die Attacken deiner Pokémon mehr Volltreffer. Dann spielt die Aura auch keine Rolle mehr. Naja, so würde ich das nicht sagen. Oder du könntest dir... Ja, lass mich mit dem Rotom in Ruhe. Manche Pokémon-Kämpfe gewinnt man und manche verliert man. Schlimm ist nur, wenn man keinen Spaß dabei hat. Ja, kann auch sein, dass hier eine gewisse Charakterentwicklung dann vorherrscht bei Tali, ne, in dieser Welt, wo es um Leben und Tod geht. Wird auch interessant, wie sich das entwickeln wird. Also dann, bis später, ich gehe mir in Hoana Farm anschauen. Ich kann nicht lesen. Also es gibt wirklich manche Tage, da kann ich einfach nicht reden und auch nicht vorlesen. Es ist ein Wahnsinn. Indeed, indeed. Oh nee, ich krieg Flashbacks. Ist nicht die erste Trainerin auf der nächsten Route eine ziemlich brutale? Da. Wobei, es ist eh passend, dass wir jetzt dann für den nächsten Part die Teams wieder switchen. Habe ich, glaube ich, eher einen guten Account entgegen. Ja, das war's auf jeden Fall. Vielleicht gibt's hier noch einen Sticker irgendwo. Ist eigentlich immer wieder eine gute Gelegenheit, den Part zu beenden mit so einem Brief. Da ist ein Brief. Oh mein Gott. Und sonst noch, was wollte ich sagen? Ey, jetzt rück schon den Silberkronkorken raus, und zwar Dalli, Mann. Ui. Ja, lasst es gefälligst in Frieden. Was klotzt es so? Ein Glück, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Jo. Oh, so niedlich. Hm? Wulpix! Oh, was hast du? Da rennst du davon. Tja. Hat wahrscheinlich auch Angst bekommen. Es würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen wieder vorbeischauen würdest. Mit der geilen Musik. So. Können wir jetzt endlich den Part beenden. So. Also Leute, ich sag schon mal Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.